Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar zum Wochenauftakt, 7. März. Ich grüße Sie wieder recht herzlich und wir wollen gleich mal uns dem britischen Pfund zuwenden, hier speziell dem Cable British Pound versus US-Dollar. Darum geht es. Da sahen wir in der vergangenen Woche ja eine exorbitant starke Erholung beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar. Die ganze Woche dominierten die Käufer und das sehen wir hier sehr schön im Wochenchart-Intervall. Die Vorwoche hier mit dieser blauen bullischen Candle zu sehen. Und interessanterweise wurde hierbei nahezu punktuell mit einem Hoch knapp über 1,4240 hier dieses Level aus 2010 touchiert. Das war ja hier einst eine Unterstützung. Das hielt auch ganz gut im Januar, um dann letztlich doch hier mit schönem Rebound im Februar dann doch letztlich hier zum Ende des Monats Februar durchbrochen zu werden. Und da sahen wir dann eben hier die neuen Mehrjahrestiefs. Die Erholung der letzten Woche reichte allerdings nicht für einen bullischen Golfing. Also eine Candlestick-Formation, die praktisch hier die Vorwoche oder die Vorperiode komplett einschließt. Das wäre der Fall gewesen, wenn die Woche oberhalb von 1,4320 idealerweise irgendwo geschlossen hätte, dann hätte hier diese Erholungskerze komplett die Vorwoche eingeschlossen und das ist nach Candlestick-Analyse-Bewertungstechnik eben ein bullischen Engulfing, was hier eine statistische Quote aufweist, die hier oberhalb von 65-70% liegt im Sinne weiterer Erholungsimpulse. Tja, das bullische Engulfing glückte nicht, vielmehr sind wir heute aktuell schon 63 Pips nach unten gelaufen. Wir sehen hier die aktuelle Handelswoche und das eben genau in dem Widerstand von 1,4240. Das sieht nicht unbedingt gut aus. Wir gehen auch hier mal in den Tagesschart. Da sehen wir, dass wir zwar hier das 38er Fibo-Level und hier auch diese leichte Unterstützung bei 1,4150 Roundabout schön überwinden konnten. Hier mit der Bewegung vom Donnerstag und insbesondere auch Freitag hier die Non-Farm-Payrolls trieben den Markt oder besser gesagt das britische Pfund sogar noch weiter nach oben. Und da sehen wir jetzt dann hier aber das Opening nahezu neutral und jetzt hier eben die Schwäche seit dem Auftakt. Das passt auch ganz gut zur generellen britischen Pfundschwäche hier, nämlich am Montag der schwächste Wochentag. Das war eine ganze Zeit lang der Freitag mit Werten sogar unter 40% schon. Hat sich ein Stück weit relativiert, aber 41% ist immer noch nicht wirklich bullisch. Im Gegenteil, hier eine ganz klar bärische Dominanz und das auch insbesondere hier am Montag. Da weisen wir nämlich eben hier 40% negative Schlusspreise während der vergangenen 52 Handelswochen auf. Die totale Wochentendenz spricht auch hierbei am Montag und insbesondere am Freitag für eine Schwäche. Und das trat ja hier zumindest in letzter Zeit zu. Am Freitag sahen wir hier, wie gesagt, eine starke Kerze, insbesondere auch die letzte Woche, hier durchweg bullisch, also legitim. Dennoch eben die Frage, wie geht es weiter? Der Wochentag heute, wie gesagt, schwach auf der Brust. Dazu kommt eben hier das Widerstandslevel bei 1,4240, was wir gerade auf Wochenbasis gesehen haben. Und obendrein noch haben wir hier im Tageschart unter charttechnischen Gesichtspunkten die Möglichkeit, hier so eine Abwärtstrendlinie einzuzeichnen, für alle Fans von schrägen Trendlinien. Wie gesagt, auch hier die Möglichkeit, aufgrund mehrerer Berührungspunkte hier eine schöne Abwärtstrendlinie, kann man sogar das Hoch vom Freitag nehmen, hier in den Chart zu bringen. Und da sehen wir hier punktuell gescheitert. Und als wäre das noch nicht genug, haben wir hier auch heute, da muss ich jetzt gleich mal wieder die Fuzzi-Vektor-Logik bedienen, neben dem, dass wir einen schwachen Wochentag haben, am Widerstand gescheitert, auch heute noch hier eine negative Fuzzi-Vektor-Logik, die sich hier mit sehr, sehr starken Quoten kennzeichnet. Insbesondere hier 66% Trefferquote bei 239 Erscheinungen während der letzten 16 Jahre führte hier zu einer Abwärtsbewegung von im Schnitt minus 0,64%, einem Tagestief, das sich hier bei 1,4083 definieren lässt. Und da sind wir hier noch ein Stück weit weg, um nicht zu sagen ganz ordentlich. Das kann heute hier also nochmal einen richtigen Rebound geben. Wir sind aktuell bei 1,4171. Das heißt, gute 100 Pips kann es hier noch nach unten gehen. Da kommt noch ein zweites Pattern dazu. Das ist von der Erscheinungshäufigkeit mit 12 nahezu zu vernachlässigen. Aber in Summe dessen, dass wir hier ein sehr, sehr bärisches, intaktes Pattern haben, gesellt sich das natürlich dazu. Und da haben wir auch hier nicht ganz so starke Werte, aber auch hier minus 0,4% Wahrscheinlichkeit, dass das britische Pfund heute eben hier schwach enden wird. Also sehr, sehr interessante Pattern, sehr, sehr interessante Rahmenbedingungen. British Pfund, US-Dollar hier und mit der heutigen Tageskerze und den ganzen Parametern hier auf der Südseite unterwegs. Sieht also so aus, als würde es weitere Tiefs geben können. Gehen wir dazu mal in den Stundenchart, machen wir uns ein Bild vom Intraday-Verlauf. Die Pivotpunkte nehmen wir uns mal raus aufgrund der Sonntagsbewegung. Gut, da wird deutlich, dass wir hier kurzfristig die Erholungswelle aus der letzten Woche haben. Da können wir auch mal hergehen und hier sozusagen
versuchen, möglichst viele Auflagepunkte zu finden im Sinne einer Aufwärtstrendlinie vielmehr, wird schon schwierig, hier eine gerade Linie zu finden. Letztlich sehen wir, also mit dem neuen Verlaufstief jetzt in jedem Falle gute Möglichkeiten haben, hier zu der einsten Zone, die wir hier auf Tagesbasis gesehen hatten, der Vorwoche hier 38er Level, 1,41,55 roundabout. Jetzt gehen wir nochmal hier hin. 1,41,50, 1,41,60, machen wir es nicht auf dem Pip fix, aber so in diesem Bereich können wir jetzt direkt eine Unterstützung ziehen. Und da laufen wir jetzt hin. Da machen wir mal hier 60. So, da haben wir jetzt gerade schon eine kleine Punktlandung gemacht. Faktisch wäre, und dann wären wir auch hier im Stundenchart unter dem EMA 50, wenn wir hier unter 1,41,60 gehen, dann spricht hier definitiv weiteres Potenzial für fallende Preise. Und dann sehen wir auch hier diese Candle vom Freitag hier zu den Non-Farms. 1,41 wäre dann hier technisch gesehen auf jeden Fall eins der nächsten Ziellevel. Machen wir auch hier mal eine Linie rein. Das sieht wie gesagt ganz gut aus. Passt auch hier mit den Hochs vom Donnerstag gut zusammen. Sehen Sie hier diese Supportlinie, machen wir die mal grün. Auf jeden Fall eine der ersten Zielzonen. Reicht das nicht aus, kann es auch weitergehen. Nächste Zielzone hier bei 1,41,42, 1,41, 42, 45. Jetzt gehen wir aber mal hier auf den Broker der Wahrheit. Und SwatchFD Brokers ziehen uns mal hier den aktuellen Candle-Verlauf rein. Und da haben wir hier auch die wirkliche Preisrealität. So sieht es mal aus hier beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar. Jetzt kann es hier eine kleine Erholung geben. Ich würde aber dafür ja, mich ausrufen, dieses Szenario präferieren, dass, wenn ein neues Tagestief kommt, hier viel mehr weiterfallende Preise zu erwarten sind. Ein möglicher Widerstand hier auf Intraday-Basis lässt sich hier mit den Hochpunkten und den jüngsten Bewegungen aus der Asia-Session markieren. Haben wir hier um oder knapp unterhalb von 1,42 bleibt bei mir oder für mein Dafürhalten alles in einem Short-Setup, also unterhalb dessen eher den bärische oder die bärische Variante zu bevorzugen aufgrund der ganzen Tatsachen, die wir jetzt feststellten. Umkehren würde sich, müsste sich natürlich ganz klar, wenn wir hier einen dynamischen Anstieg über 1,42 sehen. Kann nicht ausgeschlossen werden, wenn das passiert, dann werden erstmal die Bären vertrieben und die Bullen hier weiter im Zuge weitere Performance nach oben zu generieren. Wenn wir uns hier den Stundenchart anschauen, haben wir hier noch ein Gap vom Februar auf, hier auch eine Widerstandszone um 1,4270. Das wären dann praktisch hier die nächsten Ziele auf der Oberseite, wenn man überlegt, dass es hier doch nicht zu einer Fortsetzung der Schwäche kommt, die wir jetzt hier gerade sehen. Plan B muss man immer wieder ins Kalkül ziehen und insofern wären das praktisch hier mal die nächsten Tendenzen. Überdies dann hier 1,44 knapp eine weitere Zielzone auf der Oberseite, sofern sie denn kommt. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es praktisch in aller Kürze und Würze zum heutigen JFD-Devisenradar und dem Cable gewesen. Ganz interessant, wie mir scheint. Ich denke, ich konnte so ein Stück weit hier mal einen Einblick liefern, was das britische Pfund heute machen könnte. Morgen, meine lieben Zuschauer, entfällt das JFD-Devisenradar. Da gibt es dann viel mehr und das im Stream und anderen E-Mails und auch Mitteilungen natürlich schon breit zu lesen. Gibt es hier das Forex-Spezial bei den IB-Days? Der Forex-Markt entmystifiziert sozusagen, wird eine ganz spannende Sache. 2 Stunden rund um Forex. Schauen Sie ein, schalten Sie sich kostenlos dazu auf den IB-Days hier bei uns bei JFD auf der Eventseite. Auch da noch mehr als das nachzulesen in Sachen weitere Infos, was Sie da noch erwartet, denn die Woche ist praktisch geballt mit Trading Power, Trading Wissen. Am Freitag gibt es auch noch ein kleines Seminar zum Trendhandel Rainbow Trading. Dann am Dienstagmorgen auch nochmal ein Live-Trading-Event, Mittwoch Heiko Behrendt in Sachen Skype-Trading und Sonntag JFD, ein Game-Changer, revolutioniert die Finanzindustrie einen ganzen Tag rund um JFD. Ich denke, das Paket ist reichhaltig gefüllt. Wenn Sie mögen, wie gesagt, registrieren Sie sich, können Sie sich noch anmelden. Wir hören und sehen uns dann unter Umständen in Frankfurt. Das JFD-Devisenradar meldet sich dann am Mittwoch in der Früh wieder und dann wollen wir doch mal sehen, was die Märkte bis dahin gemacht haben. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten und wünsche Ihnen einen schönen Handelstag. Ciao.